Hallo Freunde, heute kümmern wir uns um das Endspiel und zwar um eine ganz, ganz wichtige Regel im Endspiel. Welche das ist und ein paar Beispiele dazu, das erfahrt ihr jetzt hier. Los geht's. Ja Freunde, ihr seht, es geht heute um den König. Dass der König im Endspiel, wenn es zum Endspiel kommt, wenn Figuren getauscht sind, wenn die Dame vom Brett ist, dann ist der König nicht mehr in Gefahr und dann ist es ganz wichtig, den König, ein bisschen mit Timing und Augenmaß natürlich, aber den König irgendwann mal zu aktivieren. Und zwar bevor es zu spät ist. Und im Endspiel, ja, ist der König ist quasi King, sozusagen. Ich habe euch hier mal noch ein weiteres Ding vorbereitet. Schau mal. Der König. Er strebt im Endspiel ins Zentrum, unterstützt die eigenen Bauern, dass sie nicht geschlagen werden können. Er kann aber auch gleichzeitig schwache gegnerische Bauern angreifen und im Optimalfall erobern. Ne? Er blockiert die Bauern oder verhindert diese am Vorgehen, manchmal auch den gegnerischen König am Vorgehen. Und er unterstützt dabei seine Figuren, den gegnerischen König vielleicht mal in die Enge zu treiben, vielleicht sogar am Netz mitzubasteln. Und das sind alles so Dinge, die zeige ich euch hier nochmal eben in etwas kleiner. Und dann gucken wir uns dann nämlich mal Beispiele an. Hier in diesem ersten Beispiel sehen wir, wir haben natürlich jetzt ein Endspiel. Unser König ist auf F2, damit näher am Zentrum als der Schwarze auf H7. Und wir nutzen diesen kleinen Vorteil, indem wir sofort den König aktivieren und an die schwarzen Bauern ranlaufen. Der Bauer oder der Schwarze kann hier auch den Marsch des Königs nicht mehr verhindern. Dann geht der König eben außen rum, ja, weil der König von Schwarz zu weit weg ist. Und dann läuft der König immer weiter rein, holt sich irgendwann diese Bauern ab. Gar kein Problem. Das ist kein großes Geheimnis. Spannender wird das natürlich jetzt aus schwarzer Sicht, wenn der König näher dran steht und der weiße König nähert sich und auf einmal verhindert der König die Annäherung des weißen Königs. Also auch als Blockadefigur gegen den gegnerischen König, also Zungenbrecher. Ja, ist wichtig, so schnell wie möglich den König voranzutreiben und möglichst weit vorne stehen zu haben, um den Gegner eben entsprechend zu blockieren und beschäftigen. Wir schauen uns hier mal ein kleines Beispiel an. Aus schwarzer Sicht. Wir haben zwar einen Bauern mehr, aber Brett ist noch voller Figuren, aber immerhin die Dame ist nicht auf dem Brett. Wir haben noch ein paar Bauern, das heißt, sind nicht allzu viele offene Linien. Die Könige, zumindest der schwarze König, ist einigermaßen sicher. Aber hier der C-Bauer könnte jetzt hier gleich fallen, ja, und der A5 dann hinterher. Trotzdem, schwarz am Zug hat hier schon einen relativ aktiven König. Und den kann er eben auch weiter aktivieren. Und auf einmal sehen wir, hilft der König dabei, den weißen König in die Enge zu treiben, ein Mattnetz zu spinnen. Turm E3 droht jetzt hier schon matt und man hat schon keine Möglichkeit mehr, Fluchtfelder zu schaffen. Außer man schlägt hier auf C5, damit man nach dem Schach noch nach D4 kann. Aber spätestens dann ist eben Turm D2 Schachmatt. Ihr seht, ein aktiver König ist auch dafür gut. Als nächstes Beispiel habe ich euch die Partie von Rasmus Svane mitgebracht. Hier hat Schwarz sogar eine Qualität mehr, aber die beiden Türme sind sehr, sehr passiv, haben keine offenen Linien, während der Läufer E3 den Freibauern auf B6 deckt. Ja, und wir sehen auch die unterschiedliche Königsaktivität. Der schwarze König noch auf E8, der würde sich aber auch jetzt total gerne mal irgendwie auf den Weg nach C6 machen, um das Eindringen des weißen Königs zu verhindern. Also sollte der weiße König sich beeilen und aktiv nach vorne schreiten und zack. Nach A5 und jetzt hängt schon der A-Bauer vielleicht. Schwarz versucht den Turm zu aktivieren und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender und lehrreicher Moment. In der Partie hat Weiß versucht, den schwarzen Turm an der Aktivierung zu verhindern und hat C4, C5 gespielt. Den gucken wir uns sofort an. Wir gucken uns mal eben an, was passiert denn, wenn der König jetzt hier sofort auf A6 schlüge. Nun, zunächst einmal schlägt der schwarze Turm natürlich den Bauern. Und jetzt ist dieser Turm schon sehr, sehr aktiv. Der weiße Turm unterstützt, ja, Türme gehören hinter den Freibauern. Jetzt schlägt der Turm den nächsten Bauern, greift wieder den Läufer und den Bauern an.
Der Läufer muss sich in Sicherheit bringen. Jetzt durch dieses Schach wird der König zurückgetrieben, damit der weiße B-Bauer nicht vor kann. Ja, und wir sehen, Schwarz hat sich ja erstmal verbessert, weil der Turm eben so super aktiv war. Nichtsdestotrotz muss Weiß am Ball bleiben. Er muss weiter aktiv spielen, ja, mit dem König weiter aktiv spielen, was drohen, seine Figuren unterstützen. Hier in dem Fall den Bauern beim Vormarsch unterstützen. Und wenn der Turm wieder einen Schach gibt, dann hat der König zwei Möglichkeiten, B5 oder D5. Und hier ist D5 deutlich, deutlich aktiver, weil er eben nach E6 reingehen kann. Ja, in Verbindung mit dem Läufer natürlich auch den schwarzen König komplett vom Damenflügel abschneiden kann. Und damit möchte Weiß diesen B-Bauern wieder unterstützen und vorantreiben. Jetzt hängt natürlich auch noch der Turm. Und auf der Schach gehen wir da vorne rein. Ja, und wir sehen, eieiei. Durch unsere Aktivität, gerade die des Königs, ja, wird der Schwarze gezwungen sein, hier passiv zu spielen. Zum Beispiel mit Turm B7 den Bauern zu blockieren. Dann würde schon der D6 hängen, als Beispiel. Und dadurch sehen wir, durch unsere Aktivität konnten wir das Gleichgewicht aufrechterhalten. Das ist aber gar nicht das, was Rasmus hier im Auge hatte. Er hat nämlich gedacht, ich will das Gleichgewicht nicht aufrechterhalten, ich will meine Gewinnstellung verbessern oder ich will mir Gewinnchancen ermöglichen. Und er spielte hier diesen Zug C4, C5. Und jetzt kann der Turm eben nicht schlagen auf C5, weil der Läufer noch da steht. Muss der Bauer schlagen. Jetzt wird der Turm getauscht. Warum wird er getauscht? Weil die Kontrolle über das Feld B7 jetzt verloren gegangen ist aus schwarzer Sicht. Der Bauer kann vorziehen mit Tempo. Und wenn der Turm wegzieht, kommt jetzt ein ganz wichtiger Moment, nämlich, dass der König hier nach B6 geht und damit den König den schwarzen König vom C6-Feld abdrängt. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen materialistisch denken würden, ja, und der König könnte jetzt hier rankommen, dann gibt es Probleme, weil dieser Bauer hier vom Brett fliegt, ja, mit Turm B8, B7 zum Beispiel. Und dieser B-Bauer ist natürlich ganz, ganz extrem viel mehr wert als nur so dieser C-Bauer hier. Deswegen, nach Turm E8, ganz wichtig, König B6. Warum? Den König abzudrängen und wegzuhalten. Und das nennt sich Bodycheck. Auch den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Auch hier, ja, kleine Erinnerung, schadet nicht. Ja, und jetzt ist einfach so, dass der Weiße grundsätzlich hier nach A7 gehen möchte, den Bauern unterstützen möchte. Schwarz hat keine offenen Linien für den Turm, versucht mit dem Bauern zu rennen. Da kommt der Läufer, aber hält beide Bauern problemlos auf. Ne? Und auch die Suche nach einer offenen Linie, dann folgt Läufer A5. Und jetzt sehen wir nämlich, wir haben das Feld C7 mit dem Läufer kontrolliert, um, wenn wir jetzt mit dem König nach A7 gehen. Jetzt kann der schwarze König nicht nach C6 oder nach C7 gehen. Nach C6 kann er schon, aber dann hängt der Turm. Und damit kann Schwarz es nicht mehr verhindern, dass der Bauer sich umwandelt und Schwarz muss den Turm gegen den Bauern quasi geben. Und diese beiden Bauern, dieser C-Bauer ist einfach gut blockiert. Da kann nichts passieren. An diesem Beispiel sehen wir ja, wie wichtig es ist, aktiv zu spielen, den König immer aktiv zu halten. Auch diesen Bodycheck nie außer Acht lassen. So, ich hoffe, als kleine Erinnerung reicht das. Im Grunde wisst ihr das ja, dass man im Endspiel den König bewegen soll und aktiv spielen soll und so weiter. Ne? Aber als Erinnerungsstütze soll es heute erstmal reichen. Alles klar, Freunde, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.